Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Let It Die. Oh yeah, ich weiß zwar nicht warum, aber wir haben alle unsere Sachen verloren. Aber es gibt auch Positives und zwar haben wir bestimmt hier ein bisschen was drin. Ja, gib mir mal diesen Hammer, diese Hose, diese Schürze. Und, ja, eigentlich brauchen wir Heilung. Ja, wieso nicht? Komm, nehmen wir Heilung mit. So. Ich habe euch ja versprochen, dass wir jetzt die Namen benennen werden. Und immer wenn einer stirbt, ändern wir den Namen. Dafür gehen wir... Wo ist das da? Da mal hin. War das nicht da? Ist das unsere Kühlbox? Das ist unsere Kühlbox, ne? Ja, ich erinnere mich. Als wäre es gestern gewesen. Ich habe tatsächlich lange nicht mehr gespielt. Aber jetzt geht's wieder los. Ein Kämpfer hat seine Expedition beendet. Achso, das auch noch. Leute! Schaden, Trefferrate, Genauigkeit. Er ist tot. Warum? Keine Ahnung. So. Kämpfer-Setup. Name ändern. Nein, ich will nicht Johnny. Okay, wir müssen kurz Johnny wechseln. Auswählen. Wir müssen ja noch mit dem Mädel kämpfen, weil das Mädel ja noch nicht gestorben ist. Der Typ, der verloren hat, der hat Klamotten an. Lol. Vielleicht sollten wir den nehmen, der Klamotten hat. Wobei, ich habe mir jetzt auch selbst Klamotten gegeben, also von daher. Kann es uns ja halt egal sein. Hallo? So, ich weiß. My Lady ist weiblich. Aber egal. Und zwar haben wir den ersten Namen. Ach, ich wollte gerade mit der Tastatur schreiben. Wie doof bin ich denn? wir geben ihm, oder ihr, den Namen. Vincent. So, wenn ihr auch dabei sein wollt mit eurem Namen, dann schreibt einfach in die Kommentare Hashtag LIT und dann euren Namen und schon seid ihr dabei, wenn ein Charakter stirbt. So, ich möchte dich gerne auswählen. Sie ist schließlich Level 17, Freunde. Level fucking 17. So, und damit der andere Kollege auch noch ein paar Klamotten bekommt. Ach, deswegen hat er verloren, weil er wahrscheinlich keine Klamotten hatte, ne? So, schicken wir dich auf Expedition. Was haben wir denn hier? Rang 5, Rang 1. Ah, ich denke mal, mit einem Rang 5er kannst du dich schon einlassen, ne? Ja. Hau sie weg! Hau sie weg! Einen Charakter behalten wir mal als Sicherheit da. Wäre ein bisschen doof, wenn wir keinen Charakter haben, müssen wir einen löschen. Und das wäre ein bisschen blöd. Oder beziehungsweise wir können ihn auch zurückholen, ne? Gut, wir haben hier unsere Geschenkbox, da müsste auch einiges drin sein. Expedition! Ah, ich habe Flammen bekommen. Okay, Essen. Ein bisschen Gold. Essen. Verteidigung. Anmeldebonus? Okay, wieso nicht? Und Captain hast du nicht gesehen. Abziehbild. Oh, cool. Abziehbild. Abziehbild. Jawohl, kriegen wir noch extra was dazu. Was haben wir hier? Abziehbild. Alter, das dauert so lange, ich muss mich einmal hier durchklicken. Was ich alles in meiner Abwesenheit bekommen habe. LOL. LOL. Oh ja, gib's mir richtig, ey. Du kannst nichts mehr tragen, achso. Ich kann kein Gold mehr tragen, LOL. Gut, dann lassen wir das Gold erstmal hier. Das sind 10.000, Alter. Gold, Gold, Gold. Expedition. Abziehbild. Geld, Geld, Geld. Expedition. Flammen. Sehr schön, wir sind stinkreich. Nice, und wir haben eine Arschritze. Cool. So. Gut, ich würde sagen, wir ziehen uns einmal kurz an.
Das war echt kacke. So, den haben wir dahin. Die Schürze ziehen wir an. Die Hose ziehen wir an. Was zur Hölle? Goldvogel. Ich kann keine Sachen ablegen, ne? Wisst ihr was, wir nehmen das einfach mit. Und wir haben eine spezielle Truhe erhalten. Was da wohl drin ist? Die erneuert sich, glaube ich, alle 72 Stunden. 4. Ich dachte, ich kriege eine geile Waffe wie beim letzten Mal. Ja, jetzt. Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. So, haben wir XP am Start. Max. Max. Alles maximiert. Woher habe ich die ganze EP? Ganz komischer Anfang. Das kommt auch, wenn man ein paar Wochen nicht spielt, dann kriegt man irgendwelche 1000 Sachen. Wir sind so mit Level 25. Achso, ja, stimmt, ja, das kostet ja Geld. Und, ja. Haben die maximale Stufe erreicht. Wir gehen nach Hyakodori und gucken uns da ein bisschen um. Bin mal gespannt, wie weit wir dieses Mal kommen. Bin nämlich nicht trainiert. Ich bin überhaupt nicht geübt. Ich werde wahrscheinlich übelst aufs Maul bekommen. Hätte jetzt nicht gedacht, dass Stufe 25 das Maximale ist. Naja, gut. Halten wir das auf jeden Fall erledigt. Ich habe übrigens die Musik ausgeschaltet, weil mein Video gesperrt wurde, weil ich hier im Aufzug Musik hatte. Cool, ne? Einfach cool. Danke für die Musik, Lady Di. Oh, okay. Wir haben auf jeden Fall genug zu essen dabei, das heißt, theoretisch dürfte uns nichts passieren. So. Das war der Schlag. Das gab doch irgendwie noch einen anderen, oder? Ach, das ist die andere Hand, okay. Hier ist der Ausgang. Nee, ist das der Eingang? Wir laufen erstmal hier ein bisschen rum, mal gucken. Ich muss mich sowieso erstmal einspielen. 320 Leben ist das Maximale. Ah, da ist doch jemand in der Ecke, das weiß ich doch. Okay. Habt ihr nochmal Glück gehabt? Stimmt, ich konnte ja laufen. Und irgendwie springen, ne? Warte, das muss ich kurz testen. Das muss ich kurz testen, bevor wir gegen jemanden antreten. Wie das nochmal ging. Hä? Wie war das mit dem Sprung? Geht das nicht mehr? Geht offensichtlich nicht mehr. Na, Mrs. Roboter? Das war easy. Aua! Oder nicht? Obwohl, ihr könnt mir eigentlich gar nichts, ne? Coole Nummer! Coole Nummer! Ha! Die haben sich selbst getroffen. Ah, die haben ein bisschen was geändert. Man kann jetzt hier Erfahrung mit den Dingern sammeln. Ja, gut, war nicht von vorher. Katzenmetall. Ja, nehm ich. Das muss doch irgendwie... Wie war denn das nochmal? Ich glaube, es geht einfach nicht mehr. Na gut. Erstmal kein Sprung für mich. So, mein Freund, Level 13. Wusstest du, dass ich 25 bin? Ah, easy. Ja, ich weiß, dankeschön. So, die mussten wir ja zerstören, ne? Aber wir haben jetzt noch einen zweiten Schlag drauf. Ne, das hatten wir schon vorher. Das war ja das Optionale. Stimmt. Was haben wir denn da? Gott, die Knöpfe, ich komme nicht aneinander. Ausrüstungs... Was? Es wird es. Ich bin ein Idiot. Naja, aber ich bin jetzt geheilt. Ausrüstungsname? Ach, das ist ein Bauplan. Ah.
Ne, du hast doch sowieso nichts. Au! Nur den anderen Schlachtfesten. Der ist nicht schlecht. Ah, hier geht's zum nächsten Level. War das das geheime Level? Ich glaube, das war das geheime Level, ne? Wir gehen einfach mal lang. Ich meine, ich kann mich erinnern, dass wir diese Ebene auf jeden Fall komplett erkundet haben. Kann auf jeden Fall nicht schaden. Wie verwirrt ich durch die Gegend gerannt bin. Sehr nice. Ich werd nach dieser Folge nochmal gucken, wie das mit dem Sprung war. Das muss doch irgendwas gewesen sein, irgendein Knopf. Ich glaube, es sein, dass sie das einfach rauspatchen, wenn es zu OP ist. Neue Quest wurde freigeschaltet. Da ist direkt der Fahrstuhl. Perfekt, den können wir direkt aktivieren. Das ist ja optimal, du. Zack, jetzt können wir jederzeit mit dem Fahrstuhl fahren. Perfekt. Schauen wir uns hier nochmal ein bisschen um. Wir hatten doch auch so eine Art Karte, oder? Das ist der HD-Service. Jetzt schwören können. Gab eine Karte. Ah! Da war sie doch. Na gut. Ich bin wieder ein bisschen drinne. Muss aber aufpassen, dass hier... Ich höre hinter mir die Schreie. Das ist so creepy. Eine Fresse. Surprise, Alter! Nein! Oh, Mann, ich hab vergessen, Dreieck zu drücken. Körperpanzerung. Kann ich ja nicht direkt anziehen, weil meine fast kaputt ist, ne? Jawohl, neue Kleidung. Kann ich hier noch irgendwas anfangen? Kann ich hier. Ah! Okay, ich habe nicht gedacht, ich kann dich jetzt töten. Ah. Gegenangriff, Bitch. Hose! Genau die gleiche wie meine, ne? Ja, verbessert sich dadurch die Haltbarkeit? Weiß ich gar nicht. Explosion, das sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Und nicht essen. Ich weiß noch, wie ich es damals gegessen habe. Das war nicht so cool, als ich explodiert bin. Geld regiert die Welt. Ich dachte, ich hatte... Hatte ich nicht voll viel Geld und so? Dass ich kein Geld mehr tragen konnte? Hallo? Das muss ich noch kontrollieren, was das genau war. Vielleicht gehörte das auch ins Inventar. So, wir sind wieder am Anfang. Oh, das habe ich gesehen. Ich lasse das nicht locker, dass ich... Mein Sprungkick nicht machen kann. Die. WTF, was war das denn? Ist das, wenn ich beides zusammen... Ach, wenn ich die beiden zusammendrücke, ah. Wenn ich die beiden zusammendrücke? Nichts. Ach stimmt, ich konnte doch irgendwie eine Ultimate aktivieren, ne? Irgendwas war da. Wuhu. Ach genau, so war das. Au! Shit. Oh nein, die sind zu zweit. Ihr kleinen Knuckles. Kommt, schlag gleichzeitig. Au! Oh, oh, oh. Zum Glück bin ich ziemlich tanky. Sie hat ihre Waffe verloren. Aha! Das wollte ich gerade sagen, ich bräuchte mal eine neue Waffe. Pack die mal auf 2. Aber die ist auch nicht wirklich sehr haltbar. Das ist traurig. Okay, ich denke, wir sollen hier hochklettern. Kämpft da irgendjemand? Oh nein, das muss ein anderer Spieler sein.
konnte ich nochmal Dinge werfen? Das kommt eindeutig von da oben. Jetzt haben wir hier Eisen. Ich glaube, er hat mich gesehen. Ach, 15. Und der ist halt tot. Au! Was hast du davon gefunden? Ich habe gesehen, dass du eine Waffe hattest. Was ist mit deiner Waffe passiert? Dreck. Ach genau, das war irgendwie... Ich bin tot. Oh, das war Angriffskraft. Ich will nichts Verkehrtes machen. Geh erstmal hier hin. Ah, okay, gut. Alles gut, ich weiß wieder, wie man wirft. Alles ist gut. Weiß es wieder. So, Verteidigung. Oh, nö, wird wieso nicht. Aber hier gab es noch einen zweiten Weg. Den sollten wir erstmal überprüfen. Ich check's einfach nicht. Von hier kamen wir aber nicht, oder? Doch, doch, doch. Von hier kamen wir. Ja, von da kamen wir. Ich kann dich hören. Ich kann dich jetzt auch sehen. Oh, der eine hat mich, glaube ich, zuerst gesehen, ne? Ja, gut, das ist perfekt. Dann kommt nur einer. Auf zu schießen. Nein. Ach, du mit deiner Billigwaffe. Yeah. Oh, Meisterlevel gestiegen. Oh, sehr schön. Was ist... Hat sie nicht auch eine Waffe verloren? Wieso verlieren jetzt die Leute so wenig Waffen? Das kann man gar nicht kaputt machen. Ja. Ade, meine schöne Waffe. Ade. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst langlaufen soll. Das hört sich an, als würde sich da wieder... Jemand prügeln. Hallo, Level 17er. Ach, ich weiß auch nicht, am Anfang die ganze Zeit abgekackt bin. Jetzt kommt euch das an. Ich habe wochenlang nicht gespielt und ich habe es einfach trotzdem drauf. Oh. Aber wäre cool, wenn ich irgendwie, weiß nicht, eine Waffe von euch bekäme. Das würde mich sehr entzücken. Okay. Ich höre rechts ein. Ah, Billigwaffe. Aber ich nichts anderes kriege. Verliert ihr auch mal eure Waffen? Ich habe gleich gar nichts mehr. Ich kann gleich mit meinen Fäusten kämpfen. Bullshit. Oh, das ist ein Truhen. Oh, da ist eine Waffe drin. Die haben das Spiel schwerer gemacht, die Schweine. Ich glaube, es geht los. Bitte, die Säge. Die ist so cool, dass ich sie brauche. Nein, nein, nein. Ja, beweg dich einfach nicht. Beweg dich einfach nicht. Das muss die Lösung sein. Okay, ich würde sagen, wir ziehen uns mal was zu essen rein. Oh ja, danke. Endlich eine Waffe. Mein anderes ist nämlich fast kaputt. Obwohl ich den Hammer echt geil finde. Der ist nämlich... Hammergeil! Trollolo. So. Seite 4 von Band 1. Hey. Oh, ihr mit eurem scheiß Kreditwaffen, ganz ehrlich. Da hab ich mir das Gesicht weggeschossen. Ha, hast du irgendwas verloren? Noch ein bisschen Geld. Ich habe eigentlich gehofft, dass wir irgendwas bekommen, aber der hatte sowieso nichts. Der hat vielleicht, wenn es hochkommt, eine Waffe. Ja, mein liebes Herz. Bleib einfach ruhig. Bleib einfach ruhig.
Geld? Geld brauche ich nicht. Fragezeichen. Ich könnte irgendwie so eine Tasche gebrauchen mit, du kannst jetzt mehr tragen oder so. Das wäre cool. Da würde ich mich drüber freuen. Okay, diesen Weg sind wir lang gegangen. Ist der neu? Ja, da hinten ist eine Truhe. Da war man nicht. Auch wenn mir diese Stelle sehr bekannt vorkommt. Schon wieder? Okay, ich denke, es wird Zeit, auf die Karte zu gucken. Meine Klamotten sind so gut wie am Arsch. Das ist doch schön. Das ist doch alles schön. Ich wollte die Karte. Ach, die Karte war auf einer anderen Taste. Über hier. Wir sind momentan auf Stufe 6. Von Stufe 5 kann man auch auf 7 kommen. Und wir können hier zweimal Richtung 7. Oder können wir einfach nur die Pfeile nicht sehen? Genau, und ach, da war auch noch was. Da müssen wir auch nochmal zurück nach Kami Ikedo. Weil da war ja auch noch ein Raum, ne? Der ist jetzt übrigens offen. Okay, wir haben hier drei Zugänge, die wir benutzen können. Je nachdem, was wir finden. Das ist echt ganz cool. So, ich bin... So. Ich muss jetzt zurücklaufen. Dann ist wahrscheinlich da hoch, ne? Okay. Nein. Nicht werfen. Geradeaus und dann rechts. Okay. Ich denke, das dürfte hinzukriegen sein, wenn ich den Sprung hingekriegt hätte. Okay, meine Waffe ist immer noch wieder kaputt, ne? Stimmt. Ich erinnere mich. Da war ja was. Hier hatten wir den Typen gesehen. Ah, stimmt, stimmt, stimmt. Meine letzte Waffe. Zu viele Mönchenmützen in der Bank. Wir sollten definitiv einkaufen gehen. Eines wunderschönen Tages. Ja, hör auf rumzuschreien und komm her. Oh, Stufe 18, ihr werdet immer größer. Ne? Ja. Beweg dich nicht, nein. Okay, der mit dem Fäusten ist mir scheißegal. Ah. Der mit der Axt nicht. Oh, ist ja gut. Ladies. Ihr habt zuerst geschlagen. Jetzt ist er fast tot von seinem Kumpel. Ja, schlag ihn noch mehr. Ja, er hat ihn getötet. Er hat ihn getötet. Lol. Jetzt tötet er mich. Oh Gott, nein. Ich habe keine Klamotten mehr. Ich habe gar nichts. Ich finde den Hammer, finde ich ehrlich gesagt, geiler. Keine Ahnung. Oh, ja, danke schön. Aber ich bräuchte jetzt wieder mal Klamotten. Ah, ich habe noch meine alten, ne? Ach, scheiße, das war Verteidigung. Ja gut, damit müssen wir erstmal leben. So, wir haben noch eine Hose. Meine Mütze ist schon wieder kaputt. Ich habe sie gerade erst bekommen. Was ist mit diesem Spiel passiert? Achso, die habe ich ausgerüstet. Der ist ja crazy. Naja, was haben wir hier noch? Nahrung. Ziehen wir uns gleich mal rein, ne? Oh. Nein, das war Verteidigung. Ich dreh durch. Zero, passt besser auf. Vermute mal, das war nichts Gutes. Naja, das war's schon mit meinem Verteidigungsbuff. Der ist auch schon wieder weg. Ich muss doch langsam bei die Tür kommen. Hä? Ich hatte doch drei. Ach, da war noch ein Gang, ne? Ja, gut, jetzt. Wir gehen, glaube ich, runter, ne? Ich meine, das ist logisch, weil... dann landen wir nämlich nicht bei Hyakodori, sondern daneben. Können wir uns gerne mal reinziehen. Und demnächst werde ich wohl, glaube ich, auch mal ein PvP-Part aufnehmen, damit ihr seht, wie das mit PvP aussieht. Jotenjima.
Okay. Crazy. Und so sind wir gelaufen, schlussendlich. Also ich erinnere mich, als ich das letzte Mal gespielt habe, haben wir deutlich mehr Stuff bekommen. Deutlich mehr Stuff. Na gut, wir haben jetzt das Geld, ich kann mir ein paar Sachen kaufen. Von daher, na komm, nächste Gegend. Sollten wir das demnächst tun, wenn wir wieder einen Fahrstuhl finden, ne? Ich glaube nicht, dass wir hier einen Fahrstuhl finden. Kampf mit... ist im Gange. Kampf mit Arizona beginnt bald. Ah, wir haben sie gefunden. Wir haben sie gefunden. Oder sie hat uns gefunden. Eins von beiden. Gut, Freunde, aber ich würde sagen, bevor wir jetzt hier weiterlaufen in... Gott, wie heißt der Scheiß nochmal? Jotunheim, werden wir definitiv... Ach, das geht dann nur zurück nach Yamata, ne? Aber wir gucken uns hier ein bisschen um. Werden wir definitiv runtergehen und uns ein paar Sachen mit unserem Geld kaufen. Falls euch die Folge gefallen hat, Freunde, dann drückt mir einen Daumen nach oben. Level 1. Ist das dein Scheiß Ernst? Du läufst mit Level 1 auf mich zu? Okay. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, drückt mir einen Daumen nach oben. Das hilft mir und meinem Channel. Haut rein. Euer Zero. Tschüss.